Kafka aufs Beat, Klaus von Wagner. Abend. Ah, weiß ja. Grüß Gott. Hallo. Ich würde heute Abend gern über ein bestimmtes Thema reden, nämlich über die Frauenquote. Oh, da ist ja gleich mal Stimmung im Saal. Du, als ich gestern dem Veranstalter gesagt habe, du, ich mach was über die Frauenquote, hat er gesagt, ja, pass auf, da stellst du dich auf die Bühne und sagst, warum werden Frauen seit Jahrtausenden unterdrückt? Ja, weiß ich, keine Ahnung. Weil es sich bewährt hat. Allein, dass dieser Witz existiert, rechtfertigt schon eine Beschäftigung mit der Frauenquote. Das und die Tatsache, dass an der Spitze deutscher DAX-Unternehmen immer noch 97% Männer hocken. Natürlich hat die Quote viele Gegner. Die Automobilindustrie, allen voran. Die haben natürlich jetzt Panik. Wem sollen sie denn die ganzen Luxuswagen verkaufen, wenn 30% der Aufsichtsräte das zu kompensierende Organ gar nicht mehr besitzen? Josef Ackermann auch gesagt, nein, die Deutsche Bank braucht keine Quote, selbstverständlich. Sauen Frauen, selbstverständlich, bei der Deutschen Bank gut aufgehobenen Frauen machen. Jetzt wird's wörtlich, die Gremien farbiger und schöner. Farbiger und schön, ein ganz klares Bekenntnis zur Frau als Tischdekoration. Farbig und schön, wissen Sie, wie das klingt? Ja, wie die Qualitätsansprüche von Silvio Berlusconi, ja? Silvio Berlusconi, das ist ja wirklich, das ist Italiens Antwort auf die Frauenquote. Denn eins muss man dem Mann lassen. Der Mann hat mehr Frauen in Führungspositionen gebracht als die deutsche Wirtschaft in den letzten 10 Jahren zusammen. Moment, dass der jetzt vor Gericht ist, Zeit wird's. Man fragt sich wirklich, warum erst jetzt? Stellen Sie sich das doch mal vor bei irgendeinem anderen Staatenlenker. Stellen Sie sich vor, Angela Merkel wäre erwischt worden mit einem 17-jährigen Marokkaner. Der sie Mutti nennt. Sie hat ihn gerade aus dem Gefängnis freigepresst und bei der Pressekonferenz sagt sie, ja und? Bloß weil ich mit ihm Bunga Bunga gemacht habe. Schöne Männer zu lieben, das ist besser als lesbisch sein. Wissen Sie, was da los wäre in Deutschland? Alice Schwarzer würde sich vor dem Kanzleramt in die Luft sprengen. Sehen Sie, ich habe ja auch Angst vor der Quote. 30% Frauen in DAX-Vorständen, das hieße ja 30% testosterongesteuerte Alpha-Männchen auf der Suche nach Beschäftigung. Was sollen wir denn mit denen machen? Die können wir doch nicht alle auf die Gorch Fox schicken. Wobei, im Sinne der Gleichberechtigung, wir könnten natürlich eine Quote einführen. Weißt du, vielleicht von 30% männlichen Vorständen in Kindergärten. Stellen Sie sich das vor, Josef Ackermann, vor ihm eine Horde von Kindergartenkindern, bewaffnet mit Wachsmalkreiden und Filzstiften. Und dann werden wir ja sehen, wer da schön farbig wird. Keine Angst, die Kinder werden den Ackermann lieben. Niemand verkörpert die kleine Raupe Nimmersatt besser als der Chef der Deutschen Bank. Ich weiß, es gibt natürlich noch ein großes Argument gegen die Frauenquote. Kommt oft von Frauen, die sagen, nein, sie wollen keine Quotenfrau sein. Und das verstehe ich immer nicht ganz. Warum muss Quote ein Mangel sein? Schauen Sie mal, wenn ich mir so ein Glas Bolognese-Soße kaufe, ja, und da steht drauf 30% Anteil an frischen Karotten, dann denke ich mir doch auch nicht, also diese Karotten sind bestimmt nicht aufgrund ihrer eigenen Wachstumsleistung da hereingekommen, sondern nur aufgrund der Karottenquote. Nein, das denke ich nicht. Karotten gehören einfach in eine Bolognese, meine Damen und Herren. So einfach ist das. Frauen gehören in Aufsichtsräte. Frauen sollen sich auch zu Tode schuften dürfen. Das ist Gleichberechtigung. Frauen sollen denselben Unsinn machen dürfen wie wir Männer. Und wenn Frauen katholische Bischöfe werden möchten, um mit Ministranten zu arbeiten, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Sehen Sie, die Quote ist doch nur ein Instrument auf Zeit. Wenn die Gleichberechtigung kommt, dann weg damit. Nee, wann ist die Gleichberechtigung da? Ganz einfach, wenn man in Deutschland wieder unverkrampft sagen kann, ja, unser Wirtschaftsminister heißt Schwesterle. Guten Abend. Vielen Dank. Kafka aufs Beat, Klaus von Wagner. Abend. Ah, weiß ich noch. Grüß Gott. Hallo. Ich würde heute Abend gern über ein bestimmtes Thema reden, nämlich über die Frauenquote.
Oh, da ist ja gleich mal Stimmung im Saal. Du, als ich gestern dem Veranstalter gesagt habe, du, ich mach was über die Frauenquote, hat er gesagt, ja, pass auf, da stellst du dich auf die Bühne und sagst, warum werden Frauen seit Jahrtausenden unterdrückt? Ja, weiß ich, keine Ahnung. Weil es sich bewährt hat. Allein, dass dieser Witz existiert, rechtfertigt schon eine Beschäftigung mit der Frauenquote. Das und die Tatsache, dass an der Spitze deutscher DAX-Unternehmen immer noch 97% Männer hocken. Natürlich hat die Quote viele Gegner. Die Automobilindustrie, allen voran. Die haben natürlich jetzt Panik. Wem sollen sie denn die ganzen Luxuswagen verkaufen, wenn 30% der Aufsichtsräte das zu kompensierende Organ gar nicht mehr besitzen? Josef Ackermann auch gesagt, nein, die Deutsche Bank braucht keine Quote, selbstverständlich. Sauen Frauen selbstverständlich nach bei der Deutschen Bank gut aufgehobenen Frauen machen. Und jetzt wird's wörtlich, die Gremien farbiger und schöner. Farbiger und schön, ein ganz klares Bekenntnis zur Frau als Tischdekoration. Farbig und schön, wissen Sie, wie das klingt? Ja, wie die Qualitätsansprüche von Silvio Berlusconi, ja? Silvio Berlusconi, das ist ja wirklich, das ist Italiens Antwort auf die Frauenquote. Denn eins muss man dem Mann lassen. Der Mann hat mehr Frauen in Führungspositionen gebracht als die deutsche Wirtschaft in den letzten 10 Jahren zusammen. Moment, dass der jetzt vor Gericht ist, Zeit wird's. Man fragt sich wirklich, warum erst jetzt? Stellen Sie sich das doch mal vor bei irgendeinem anderen Staatenlenker. Stellen Sie sich vor, Angela Merkel wäre erwischt worden mit einem 17-jährigen Marokkaner. Der sie Mutti nennt. Sie hat ihn gerade aus dem Gefängnis frei gepresst und bei der Pressekonferenz sagt sie, ja und? Bloß weil ich mit ihm Bunga Bunga gemacht habe. Schöne Männer zu lieben, das ist besser als lesbisch sein. Wissen Sie, was da los wäre in Deutschland? Alice Schwarzer würde sich vor dem Kanzleramt in die Luft sprengen. Sehen Sie, ich habe ja auch Angst vor der Quote. 30% Frauen in DAX-Vorständen, das hieße ja 30% testosterongesteuerte Alpha-Männchen auf der Suche nach Beschäftigung. Was sollen wir denn mit denen machen? Die können wir doch nicht alle auf die Gorch Fox schicken. Wobei, im Sinne der Gleichberechtigung, wir könnten natürlich eine Quote einführen. Weißt du, vielleicht von 30% männlichen Vorständen in Kindergärten. Stellen Sie sich das vor, Josef Ackermann, vor ihm eine Horde von Kindergartenkindern, bewaffnet mit Wachsmalkreiden und Filzstiften. Und dann werden wir ja sehen, wer da schön farbig wird. Keine Angst, die Kinder werden den Ackermann lieben. Niemand verkörpert die kleine Raupe Nimmersatt besser als der Chef der Deutschen Bank.